übergebe ich das Wort an Alexander Gabler. Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, dass Sie in so zahlreichem Umfang erschienen sind. Das Ganze ist ja bestimmt eine Überraschung für uns alle und darüber wollen wir heute reden. Eigentlich sollte der Vorsitzende Jörg Meuthen heute hier sein und sprechen. Der hat aber ein familiäres Problem und konnte nicht aus Stuttgart kommen. Und so haben wir das jetzt kurzfristig übernommen in Absprache mit ihm. Und Sie können ihn, er hat auch eine Pressemitteilung abgegeben, Sie können ja durchaus auch mit ihm Kontakt aufnehmen. Ja, das Ergebnis ist klar, muss ich nicht neu bewerten. Ich denke, die Briten haben sich für die direkte Demokratie entschieden. Sie haben in einer Grundsatzfrage, in der das Parlament geteilt war und die Konservative und die Liberale und die Labour-Partei geteilt waren, entschieden, selbst das in die Hand zu nehmen und so zu entscheiden, wie sie entschieden haben. Ich glaube, dass es gut ist, dass sie das getan haben. Man soll Existenzfragen dem Volk wirklich vorlegen. Das ist auch unsere persönliche Meinung. Das heißt, Sie wissen, die AfD tritt für direkte Demokratie ein, sie tritt für Volksabstimmungen ein. Ich weiß, dass das in Deutschland aus Grundgesetzgründen schwierig ist, aber was wir daraus lernen können, ist, wir sollten das Grundgesetz in diese Richtung ändern, dass auch wir, dass auch unser Volk entscheiden kann, wie es in Existenzfragen und in Zukunftsfragen sich positionieren will. Wenn Sie mich jetzt fragen, wie bewerte ich das oder wie bewerten wir das, dann bedauere ich den Ausstieg Großbritanniens schon deswegen, das ist jetzt nicht nur humoristisch gemeint, weil die Briten als Pragmatiker uns jetzt mit Herrn Schäuble und Herrn Draghi und Herrn Juncker und Herrn Schulz, die Sie heute früh schon alle wieder im Fernsehen sehen konnten, zurücklassen. Die Briten haben sehr viel für Europa und in Europa geleistet. Und ich glaube, dass es nützlich wäre, wenn vor allem die Bürokraten in Brüssel jetzt mal einen Moment innehalten würden, nachdenken würden, sich die Frage stellen würden, warum haben die Briten so entschieden und nicht sofort anfangen würden, jetzt wieder von der immer engeren Union zu reden und zu sagen, dass wir jetzt gerade die Integration vorantreiben müssen. Ich glaube, das ist falsch. Ich hoffe, dass die deutsche Bundeskanzlerin, aber auch die EU, diese Austrittsverhandlungen, die ja nun eine lange Zeit dauern, also mindestens 2 Jahre, fair führen. Wir haben kein Interesse daran, dass die Briten in irgendeiner Weise wirtschaftlich oder politisch geschwächt werden. Sie sind einer der wichtigsten Faktoren in Europa und bleiben das auch. Und die EU sollte jetzt nicht nach dem Motto handeln, raus ist raus, sondern Respekt vor einer demokratischen Entscheidung. Das ist auch etwas, was die EU bei vielen Menschen wieder etwas sozusagen annehmbarer machen würde. Wenn Sie mich fragen, und das ist natürlich heute noch früh, was sind die Gründe, dann ist ja in dem Wahlkampf, aber das haben Sie auch ja schon berichtet, deutlich geworden, dass es Gründe gab, die jedenfalls, es gab ein Konglomerat von Gründen, aber es gibt Gründe, die an der Spitze stehen. Das ist einmal die ungeregelte Zuwanderung. Das hat in der Kampagne eine enorme Rolle gespielt. Also ich glaube, Frau Merkel hat mit ihren offenen Grenzen die Briten aus Europa vertrieben. Und das ist die Arbeitsmarktpolitik. Die Briten sind belastet durch die Einwanderung aus dem ehemaligen Empire, dem heutigen Commonwealth. Und diese Einwanderung, Sie kennen diese sozialen Probleme, die gerade in nordenglischen Städten entstanden sind, sind etwas, was Sie jetzt nicht noch sozusagen zusätzlich belastet sehen wollten durch eine Arbeitsemigration auch aus Europa. Das scheinen mir zuallererst die wichtigsten Gründe für
die britische Entscheidung zu sein. Und ich denke, wir werden im Frage- und Antwortspiel weiter zu diesen Gründen Stellung nehmen können. Und Sie haben bestimmt Fragen, aber ich gebe jetzt an meine beiden Kollegen, die Sie kennen, hab ich jetzt nicht vorgestellt, aber das ist wohl nicht notwendig. Danke. Ja, verhältnismäßig kurz kann man den wirtschaftlichen Aspekt betrachten. Was bedeutet das für Europa? Was bedeutet das für Großbritannien? Sie haben bestimmt verfolgt, dass in den vergangenen Jahren der innereuropäische Handel, der EU-Handel, gerade für Deutschland, kontinuierlich zurückgegangen ist. Wir exportieren mehr und mehr in Nicht-EU-Länder. Die Briten haben heute Morgen einen herben Verlust ihrer Währung hinnehmen müssen von 30%, wie es heißt. Das kann aber auch für Großbritannien selbstverständlich eine Chance sein, mit einer Währung, die so stark abgewertet werden muss, sind sie natürlich auf dem Weltmarkt wieder anders positioniert und konkurrenzfähig. Das ist ja das, was wir auch gesagt haben bezüglich Griechenlands, raus aus dem Euro, damit sie ihre nationale Währung wieder einführen können, abwerten und damit konkurrenzfähig werden. Diese Chance könnte jetzt übrigens Großbritannien ebenfalls bekommen. Und dann weiß ich nicht, ob das unbedingt für die englische Wirtschaft in toto negativ sein muss. Hinzu kommt, wir exportieren eine große Zahl von Autos ins Vereinigte Königreich. Ich glaube nicht, dass durch Zollschranken jetzt die deutschen Autoexporteure anfangen, den Briten Ärger zu machen, umgekehrt auch nicht. Ich gehe davon aus, dass man nach den ersten Unkenrufen und der harschen Kritik heute von dem ewigen Elmar Brok ja gleich wieder zu hören, geradezu in beleidigender Weise Richtung Großbritannien, dass man wieder zur Normalität zurückkehrt. Und wenn Sie auf Norwegen schauen oder die Schweiz, dann sind das ja nicht gerade Länder, die am Hungertuch nagen oder wo sie den nächsten wirtschaftlichen Zusammenbruch erahnen. Also ich glaube auch, die Briten sind stark genug und selbstbewusst genug, dass sie auch wirtschaftlich daraus einen Vorteil ziehen können, wenn sie es richtig gestalten. Der Untergang des Königreiches ist damit nicht angekündigt. Und ich glaube, auch in den Beziehungen zu den EU-Staaten wird sich so dramatisch nichts verändern. Ja, ich möchte so viel sagen. Ich habe ja sehr lange auch mit Briten zusammengearbeitet und habe immer die Erfahrung gemacht, dass die Briten, wie der Herr Gauland schon gesagt hat, sehr pragmatisch sind, Dinge nach vorne treiben, auch immer wieder die waren, die Realpolitik durchaus in den Vordergrund gestellt haben. Und ich stelle mir einfach vor, wenn wir jetzt in die EU schauen, es gibt ja viele Vorstellungen über gemeinsame Projekte. Unter anderem denkt man ja auch über europäische Streitkräfte nach. Das wird natürlich ohne die Briten kaum noch gehen. Und wir werden in Zukunft mit den Briten wahrscheinlich nur noch in der NATO auf militärischem Gebiet zusammenarbeiten können. Und das bedauere ich sehr. Auf der anderen Seite, wie es schon gesagt worden ist, ist natürlich diese Entscheidung eine große Chance für Europa. Und zwar die Chance, endlich die Europäische Union zu reformieren. Wir machen ja immer den Fehler, wir glauben, die Europäische Union sei Europa. Die Europäische Union besteht aus 28 Nationen, Europa aus 47. Also ein gerüttelt Teil der europäischen Länder sind gar nicht in der Europäischen Union. Und Europa wird auch nicht zusammenbrechen. Und was ich heute früh schon wieder gehört habe, dass möglicherweise eine Gefahr über Europa hereinbricht, dass der Frieden gefährdet ist, das sehe ich nicht. Europa hat vorher funktioniert, auch mit den Sechsen, und Europa wird auch später funktionieren, weil wir einfach ein gemeinsames Schicksal haben. Und wenn wir uns auch noch, ich sag mal, in Europa vernünftig sicherheits- und außenpolitisch positionieren, und das bedeutet natürlich auch, dass wir mit Russland zusammenarbeiten müssen, auch die Russen wieder als Partner akzeptieren müssen, dann sehe ich trotzdem durchaus für Europa eine vernünftige Zukunft. Dankeschön.